Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Reaction Action. Was ein Rhyme, Digga. Wir hören, das lange ist es her. Oder ist es lang her? Ich weiß nicht, ob es so lang her ist. Wir sind heute wieder bei Blaulicht, Rattingen, Tornadokatastrophe, zahlreiche Einsatzfahrten in Lippstadt. Kurzer, spannendes Video. Wir sind von Blaulicht, Rattingen nur Gutes gewohnt, deswegen let's go. Drehleiter. Die ist relativ neu, oder? Tornado-Katastrophe. Wer war in Deutschland Tornado? Das habe ich mitbekommen, aber mehr habe ich auch nicht mitbekommen. Ihr kennt es ja von mir. Ich bin absolut nicht in diesen Daily-Medien drin und Nachrichten. Mir können immer alles erzählen. Ich glaube alles, was in der Welt abgeht, weil ich absolut keinen Plan habe. Durchsage, KDOW oder so. Digga, was ist jetzt los? Bestimmt KDOW. Was Durchsage macht. Ja, der Equipment. Ob der mit dazugehört zu Blaulicht Rattingen? Der Kollege nochmal. Ich wollte gerade sagen, den seine unteren Blitzer gehen nicht, aber das ist gar kein Blitzer. Also schon brutal, was da. Ich kenn's ja von uns, wenn bei uns Sturm ist, sieht's auch brutal aus danach, aber. Ein Sturm kannst du ja nicht vergleichen mit einem Tornado, ne? Es ist halt trotzdem noch mal ein bisschen mehr. Wenn ich sowas sehe, kriege ich auch wieder Lust auf Notruf, aber wenn ich drüber nachdenke über das Spiel, habe ich dann doch keinen Bock mehr. Ist einfach so. Oh. Er ist ein Fett. Ich wollte schon sagen, ein Fahrtrager ist ein Fett. Na gut. Das ist die schnellste Möglichkeit, solche Sachen loszuwerden, ohne großen Aufwand zu betreiben. Ne? Du haust die Sachen klein, haust den Container in LKWs rein, fährst es weg, ne? Bevor du da ewig lang mit Rungenwagen und irgendwelchen Kippern rumscheißt und dies mit Frontlader, vielleicht lässt so ein Ding kommen, hast ein paar Abfahrer dabei. Ich meine, die eine oder andere Feuerwehr hat ja ebenfalls Mulden, das heißt, wenn am Abfahrer scheitert es am wenigsten. Irgendwelche Bauunternehmen oder Containerdienstunternehmen, die werden da natürlich, denke ich mal, schon sagen, jo, wir fahren damit ab, oder Landwirte in der Gegend, ne? Oh, schönes Unimog. Sehr laut, oder? Bisschen leiser machen.
Ich habe gerade geguckt, was das Kennzeichen SO ist. Weil mir so bekannt vorkam. Aber es ist nicht das, was ich gedacht habe. Es ist nicht Sonneberg. Das macht euch gar keinen Sinn. Das ist ja. Das ganze Ding war ja, die ganze Action war ja nicht bei uns, sondern in Nordrhein-Westfalen. NRW. Und Sonneberg ist ja bei uns. Oder ist in Thüringen, aber ist bei mir in der Nähe. Noch eine Drehleiter, eine alte, immerhin. Das waren jetzt zwei oder drei Drehleitern, oder? Aber Drehleiter würde ich jetzt einfach behaupten, ist neben dem Rüstwagen eins der wichtigsten Fahrzeuge hier, oder? Rüstwagen, Drehleiter und natürlich HLF und LFs mit viel Manpower drin. Wobei du bei sowas alles nutzen kannst. Wechsellader wird wahrscheinlich auch wichtig. Hey, wir haben noch gar keinen Wechsellader gesehen, oder? Gar keinen Wechsellader gesehen hier. Ich finde, bei Nacht sieht sowas halt auch immer noch mal ein ganzes Stück geiler aus. Ist einfach geil anzuschauen, man braucht nicht viel dazu zu sagen, es ist einfach geil anzuschauen. Ja, ein Hubsteiger. Nicht von der Feuerwehr. Das ist wahrscheinlich, das ist auch Privatfirma, ne? Irgendwelche Landschaftsgärtner oder Pflegeleute. Ja, das war's schon. Wie immer ein richtig, richtig cooles Video. Ja, ich denke, wir schauen bald wieder bei Blaulichtradingen vorbei. Ab und zu kann man da sich schon mal was geben. Sind immer richtig geile Videos. Und ansonsten würde ich sagen, schaut bei mir vorbei, Link in der Beschreibung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.